Und dazu begrüße ich in Berlin den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günther Krings. Guten Tag, Herr Krings. Hallo, Herr Klinger. Also, Clankriminalität gibt es seit vielen Jahren, auch sichtbare Kriminalität mit Morden auf offener Straße, Raubüberfällen, Diebstählen. Aber dass der Rechtsstaat wirklich entschlossen dagegen vorgeht, das ist relativ neu. Haben Politik und Polizei die Clans zu lange gewähren lassen? Also gegen die einzelnen Taten, zumal wenn es um Mordtaten sich handelt oder auch andere Gewaltdelikte, ist man natürlich vorgegangen. Aber man hat sie sozusagen zu sehr isoliert betrachtet, die einzelne Tat verfolgt und zu wenig das Gesamtphänomen Clankriminalität in den Blick genommen. Und das ist seit einigen Jahren anders geworden, hat sich geändert durch manche aktive Innenminister. NRW spielt da unter Herbert Reul eine Vorreiterrolle, aber auch das Bundeskriminalamt für den Bund ist hier sehr aktiv geworden. Die Behörden haben ja tatsächlich dazugelernt, sie wollen sich jetzt auch besser vernetzen über Bundesländergrenzen hinweg. Trotzdem scheint es ja wahnsinnig schwer, der organisierten Clankriminalität und auch ihren ersten Köpfen beizukommen. Kann der Bund den Ländern da noch mehr unter die Arme greifen als bisher? Ja, das tun wir auch. Wir haben beispielsweise beim Bundeskriminalamt ein Lagebild erstellt, haben die Situation für Gesamtdeutschland genau erfasst. Die Länder tun das ihre. Es gibt Kooperation, es gibt eine Koordinierung durch das Bundeskriminalamt. Es gibt spezifische Dinge, die auch eigentlich nur der Bund oder vor allem der Bund machen kann, wenn es zum Beispiel um die Unterstützung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen geht. Denn viele von diesen Clan-Mitgliedern sind eben nicht deutsche Staatsbürger, haben oft nur eine Duldung. Und da versuchen wir, sie außer Landes zu schaffen. Und das haben wir in vielen Fällen auch geschafft. Aber das ist ein durchaus komplizierter Prozess. Der oberste Ermittler gegen organisierte Kriminalität im Land Berlin, der Berliner Staatsanwalt Kamstra, sagt, manchmal haben wir den Eindruck, als ob die Kriminellen mit der Concorde fliegen und wir fahren mit der Postkutsche hinterher. Will heißen, die personelle Ausstattung der Justiz ist so miserabel, dass es zum Beispiel Monate dauert, bis beschlagnahmte Laptops ausgewertet werden können. Klingt nicht sehr beruhigend. Ja, es geht in der Tat darum, dass die Länder ihre Justiz besser ausstatten. Das ist eine reine Länderaufgabe. Wir haben allerdings als Bund hier im Pakt für den Rechtsstaat, im Koalitionsvertrag, nicht nur diese Forderung oder diese Ankündigung reingeschrieben, dass auch der Bund hier stärker unterstützt, sondern wir haben es jetzt auch getan durch auch Geldmittel. Das ist eigentlich einmalig, dass der Bund auch für Landesjustizstellen Unterstützung gibt. Und wir haben jetzt, sind auf dem Weg, 2000 weitere Stellen als Richter, Staatsanwälte zu schaffen. Und diese Ressourcen werden dringend benötigt. Es geht um Gesetzgebung auch. Wir haben beispielsweise 2017 es deutlich erleichtert, auch Vermögenseinziehungen vorzunehmen, also die Gewinne aus diesen Straftaten auch abzuziehen und damit auch die Anreize gesenkt und haben auch da erhebliche Unruhe in dieser Clan-Szene geschaffen. Trotz besserer Ausstattung bleibt doch das grundsätzliche Problem, dass klassische Ermittlungsmethoden nicht oder doch nur schwer greifen. Da werden Zeugen bestochen in laufenden Verfahren, da werden deren Anwälte bedroht, selbst Polizeibeamte in ihrem privaten Umfeld eingeschüchtert, hat dieser Tage der Osnabrücker Polizeipräsident berichtet. Und der fordert einen neuen Stalking-Paragraphen, der Amtsträger wie Polizisten in Zukunft besser schützt. Ist da nicht die Bundesregierung bzw. der Gesetzgeber gefordert, gerade um Beamte zu schützen? Also vieles von dem, was Sie beschrieben haben, auch Zeugeneinschüchterung etwa, das sind bereits jetzt Straftaten, die verfolgt werden müssen. Da geht es in der Tat darum, habe ich die ausreichenden Ressourcen, dem nachzugehen. Da brauche ich Ermittlungsdruck. Das ist eben auch gut, dass wir viele Razzien haben in diesem Bereich, dass diese Clans merken, man lässt die nicht gewähren, man lässt hier keinen rechtsfreien Raum, keine Parallelgesellschaft entstehen, sondern der Rechtsstaat greift hier mit aller Härte durch. Und erst recht gilt das, wenn es darum geht, unsere Ordnungskräfte, unsere Polizisten, Richter, Staatsanwälte zu schützen. Diese Frage der Einschüchterung auch im privaten Bereich, das haben wir übrigens nicht nur bei Clans erlebt, das haben wir auch nach den G20-Krawallen im linksextremen Bereich bei den dort tätigen Polizisten erlebt. Und auch hier gibt es jetzt schon strafrechtliche Möglichkeiten. Wo die nicht ausreichen, bin ich sehr dafür, dass wir das intensiv prüfen, ob wir beispielsweise so etwas machen wie den Stalking-Paragraphen erweitern. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die, die für uns unsere Sicherheit den Kopf hinhalten, dass wir denen als Rechtsstaat, auch als Politik, auch den Rücken stärken. Und das ist sofern ein ganz richtiges Anliegen. Wo der Rechtsstaat nicht wirklich überzeugt hat, war beim Fall des Bremer Clanchefs Ibrahim Miri. Der ist ja nach seiner Abschiebung im Juli wieder in die Hansestadt zurückgekehrt. Ihr Ministerium, das Innenministerium, will nun das Aufenthaltsrecht verschärfen. Gesetz den Fall, Ihr Vorstoß wird dann tatsächlich Gesetz. Wäre dann ein neuer Fall Miri damit ausgeschlossen? Zunächst mal in der Tat, Miri war erstmal ein Erfolg, dass er abgeschoben wurde. Es ist in diesem Milieu gar nicht so einfach, weil oft Identitäten verschleiert werden und Ähnliches. Aber auch ein einzelner Abschiebefall kann schon erhebliche Unruhe, zu erheblicher Unruhe führen in diesen Strukturen. Insofern sind auch einzelne Erfolge da schon sehr gut und hilfreich. Bei Miri haben wir dann die Rückkehr gehabt, aber auch dann wieder nach wenigen Wochen auch die erneute
Abschiebung. Insofern zeigt es, der Rechtsstaat ist hier nicht tatenlos, er wehrt sich und er hat auch Erfolg. Und wir müssen aber auch schauen, wo müssen wir rechtlich etwas anpassen. Ich finde, wenn jemand gegen eine Wiedereinreisesperre wieder nach Deutschland kommt, dann kann er allenfalls ein zweites Asylverfahren in einer Haftsituation durchleben und dann schnell auch wieder abgeschoben werden, wenn auch das abgelehnt wird. Wir wollen prüfen, das macht das Justizministerium, ob wir auch im Bewährungsstrafrecht oder im Bewährungsrecht etwas verschärfen. Also ich glaube, wir haben noch Möglichkeiten, es noch effektiver zu machen und das müssen wir auch tun. Weil es hier auch nicht nur um die einzelnen Taten geht. Es geht hier auch darum, um das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat und seine Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft. Sagt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günther Krings. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Sehr gerne.